Hey Leute, ich bin Roland von EasyRunner und heute habe ich euch was von Nike mitgebracht, den Pegasus 40. Ja, der ist 40 Jahre alt, den gibt es schon seit den 80er Jahren. Sehr, sehr traditioneller und beliebter Laufschuh. Ein solider, treuer Wegbegleiter von uns allen. Ist allerdings über die letzten Jahre auch so ein ganz, ganz kleines bisschen langweilig geworden. Der hat eine Sprengung von 10 mm verbaut. Hinten steht man 33 mm hoch und vorne 23. Der Schaum ist ein sogenannter React-Schaum und hinten und vorne ist jeweils ein Luftkissen, Air-Zoom-Kissen drin. In der Wirkung, ehrlich gesagt, sehr, sehr gut, sehr, sehr vielseitig. Das passt wirklich spitze. Wiegt 294 Gramm in der US-Größe 9,5. Kostet 130 Euro unverbindliche Preisempfehlung und ist im besten Sinne ein Allrounder. Wenn ihr also mal in Urlaub fahrt für 2 Wochen und habt nur Platz für ein paar Laufschuhe, den hier könnt ihr immer mitnehmen. Der macht auf jeden Fall alles mit. Ja, kommen wir zum Obermaterial des Schuhs und eben habe ich noch verkündet bei der Einleitung, dass böse Zungen behaupten, dass der Schuh relativ langweilig geworden ist. Wenn man die Konstruktion des Obermaterials betrachtet, dann kann man das tatsächlich nicht so sagen, weil die Konstrukteure des Pegasus 40, die haben einen neuen Ansatz gewählt. Die haben also das Obermaterial so konstruiert, dass die von innen nach außen gegangen sind. Das heißt, die haben dafür gesorgt, dass der Mittelfuß sehr, sehr schön steht, haben von innen einen sogenannten Mittelfußriemen konstruiert aus Zunge und aus Obermaterial. Und das ist denen auch wirklich sehr, sehr gut gelungen. Der Fuß sitzt da ganz, ganz toll aufgehoben und haben das dann weiter fortgeführt nach hinten und nach vorne. Wenn man nach vorne schaut, dann sieht man direkt den Blick auf das Obermaterial. Das ist also ein einlagiges Mesh-Material. Es ist atmungsaktiv, das ist relativ dick und luftig dennoch gewählt. Das heißt also, das ist eine sehr, sehr gelungene Mischung für 365 Tage, auch Regenwetter, Kälte geeignet, also top konstruiert. Vorne im vorderen Bereich sind die Stabi-Elemente normalerweise, wie sie üblich gemacht werden, sehr, sehr dünn ausgefallen. Das heißt, da kann man eigentlich nicht von reden, dass das Stabi-Elemente sind. Dennoch sitzt der Fuß vorne in der Zehenbox da sehr, sehr gut und stabil aufgehoben. Die Zehenbox an sich ist relativ dünn geschnitten, in Anführungszeichen. Ich rate auch, den Schuh eine halbe Nummer größer zu nehmen. Allerdings tatsächlich, wenn man Bewegungsfreiheit für die Zehen sucht, dann ist das hier überhaupt nicht unangenehm, selbst wenn man an die Ränder oder an den Stoff stößt. Der ist so angenehm gestaltet, also das ist wirklich eine Pracht. Die Zunge ist hier vorne befestigt und mit zwei seitlichen Riemen ebenso noch. Und hatte ich das schon angedeutet, diese Mittelfußriemenkonstruktion, die ist wirklich super gelungen. Die Zunge an sich ist auch noch relativ luftig und dennoch richtig gut gepolstert. Auch sehr, sehr einzigartig hier. Da werden also keine Pads verbaut. Das ist quasi ein einziges Pad. Und die Schnürung, da muss man sagen, die ist auch sehr, sehr gut gelungen, Schnürsenkel. Die haben ein eigenes System zum Festschnüren, was sehr, sehr gelungen ist. Ich habe es euch ja in den entsprechenden Bildern jetzt gerade im Moment gezeigt. Der Einstieg ist super, überhaupt nichts zu bemängeln. Und die Polsterung hier im Schuhkragenbereich und im Achillessehnenbereich ist auch super geeignet. Super feste Pads sind da verbaut, super dick sind die. Also mit das Beste, was ich da je gesehen habe. Wie gesagt, auch in der Achillessehne kann man sagen, da werden gar keine Klagen kommen, da wird sich keiner beschweren können. Und das passt auch super. Die Schuhkappe hinten, die ist wirklich richtig massiv gewählt. Die geht noch runter bis über die Mittelsohle gezogen. Das heißt, dass diese Stabilität, die kommt dann zusätzlich nochmal dazu. Und im Gesamten muss man sagen, dieser Schuh hier, der ist so gut vom Obermaterial, der kann also locker mit dem Mach 5 und mit einem Puma Magnify zum Beispiel mithalten. Ich würde sogar sagen, die drei bilden für mich das Spitzentrio, was Obermaterial betrifft. Wenn wir auf die Mittelsohle zu sprechen kommen, dann gehen wir erstmal ein auf die technische Sicht des Leichtathletik-Weltverbandes. Dann kommen wir ganz, ganz intensiv zum Thema Schaum über das Abrollverhalten zum Fazit der Mittelsohle. Und bei der technischen Sicht des Leichtathletik-Weltverbandes sieht es schon mal so aus, das kann man ganz kurz machen, der Schuh erfüllt sämtliche Regeln. Das heißt, das Ding kommt positiv durch, also
alles bestens. Beim zweiten Thema, zum Thema Schaum, ist es so, dass hier ein Material verbaut wird, was auch im Vorgängermodell zum Einsatz kam. Das ist nämlich dieser sogenannte React-Schaum mit den zwei Air-Zoom-Kissen, eins hinten und eins vorne. Eine sehr, sehr bewährte Sache, sehr, sehr ausgereift und sehr, sehr bequem. Das ist ein vielseitiges Ding, was hier gemacht worden ist. Der Schaum ist mittelfest und, wie gesagt, gehört zur bequemeren Sorte, ist allerdings gleichzeitig auch reaktiv und für ganz viele Läufertypen und auch für Gewichtstypen einsetzbar. Beim Thema Abrollen ist es genauso unspektakulär wie bei der Schaumkonstruktion. Das Abrollverhalten ist eigentlich jetzt nicht wirklich großartig zu erwähnen, außer dass einfach alles sehr, sehr bewährt, sehr, sehr ausgereift und sehr, sehr natürlich funktioniert. Hier ist nichts gegen die Natur. Hier setzt man mit der Ferse sehr, sehr schön auf, wird nach vorne geführt und kann sich ganz unspektakulär, aber dennoch super schön und super bequem abstoßen. Das funktioniert einfach alles top. Ja, zum Fazit kann man da direkt auch schon sagen, das ist sehr, sehr vielseitig, was hier in der Mittelsohle platziert worden ist. Ist für jeden irgendwie was dabei. Sehr, sehr bequem, sehr, sehr natürlich und von daher nichts auszusetzen. Ich bewerte das Ding hier mit 90%, aber nur deshalb nur 90%. Eigentlich müsste ich sogar mehr raushauen, weil das eigentlich nichts Neues konstruiert wurde, sondern weil komplett auf Bewährtes gesetzt worden ist. In dem Fall ist es aber wirklich richtig gut geworden. City's not for me. Fairy tales, fantasies, not a believer. No, not a believer. Ja, wenn man sich hier die Außensohle betrachtet, dann fallen hier direkt die Einkerbungen hier auf, über relativ lange Längen gezogen. Das dient der Flexibilisierung der Außensohle und passt auch in der Wirkung wirklich sehr, sehr gut. Als nächstes messen wir immer die Breiten hinten und vorne. Und da sieht man im Vergleich zu anderen Modellen, die ich euch mal aufgemalt habe, dass der im durchschnittlichen Bereich ist. Ist aber überhaupt kein Problem, weil man im Schuh selber schon sehr, sehr stabil steht und weil man hier von da bis da ungefähr 60% der kompletten Länge vollflächig aufsetzt mit dem Schuh. Das heißt, das ist auch eher außergewöhnlich und ist auch natürlich sehr, sehr gut für die Stabilität. Als nächstes sehen wir hier, der komplette Schuh ist mit Gummi überzogen, was die Außensohle betrifft. In der Wirkung ist das wirklich sehr, sehr gut. Das ist bei Trockenheit schon mal super und aber auch bei Nässe sehr, sehr geil. Das heißt also, der schlägt fast alles, was auf dem Markt ist. Da ist Nike, Puma und Adidas sowieso führend und der ist tatsächlich mit dabei. Verschmutzungen und Steinchen sammeln sich hier kaum in der Außensohle und wenn, dann werden die direkt rausgetreten. Und Haltbarkeit, ich sage nur Vorgängermodell, haben wir ja auch schon gelernt, dass der super ist. Im Gesamten würde ich hier tatsächlich auch 100% vergeben. Der ist über jeden Zweifel erhaben, genau wie der Puma Magnify 2. Ja, um Fazit zu ziehen vom Nike Pegasus 40. Ich habe selten einen Schuh gesehen, der so konservativ ist, der so langweilig ist, der so altbacken ist und trotzdem so super immer noch dasteht. Der hat also ein ganz, ganz tolles Preis-Leistungs-Verhältnis. Der Schaum ist immer noch gut und reaktiv, sehr, sehr bequem und natürlich, wie man mit dem hier umgehen kann. Der ist sowieso extrem vielseitig für ganz, ganz viele Läufertypen, leicht und schwer, lange Entfernungen, kurze Entfernungen, schnell oder langsam. Das macht er alles ganz, ganz toll. Wenn ihr also überhaupt keine Ahnung habt von einem Laufschuh und ihr wisst nicht, was ihr kaufen solltet, probiert den auf jeden Fall mal an. Da könntet ihr echt richtig goldrichtig liegen. Und auch sonst muss man echt sagen, mit dem kann man eigentlich kaum was falsch machen. Wie gesagt, eben habe ich es schon erwähnt, wenn ihr 2-3 Wochen in Urlaub fahrt und nur Platz für ein paar Laufschuhe habt, das ist er, den kann ich nur wärmstens empfehlen.